Wir haben ja früher sehr viel Straßenmusik gemacht. Also das ging eigentlich von Anfang an, ging es bei uns über das Spielen vor Publikum für Leute. Letztlich war es aber schon so, dass uns die Musik vom Balkan, jetzt die traditionelle Musik von Serbien, Kroatien, auch dann Rumänien, Osttürkei, einfach sehr fasziniert hat von Anfang an. Wir lieben die einfach und haben deswegen, glaube ich, irgendwann viel und nur noch in der Richtung recherchiert und viel authentisches Material ausgegraben und auf der Basis dann angefangen, mit unserem Repertoire auch spezifischer zu werden. Und zum anderen eben nicht das Fremde, sondern das, was man halt einfach im Bauch hat, mit der Musik, mit der man aufgewachsen ist. Und das ist das, was wir jetzt als Big Beats eigentlich so bezeichnen, eben Reggae, Hip-Hop, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, aber auch Klassik und Jazz, sehr viel Improvisation. Das ist ja fast so unsere Religion, ne? Dass es tanzbar sein muss. Ja. Ich glaube, live kommt auch am ehesten rüber, was uns ausmacht. Also ich denke auch mehr als auf CD. Es gibt keinen Frontman-Sänger. Wir haben eher eine Frontline mit zwei Bläsern und einem Bassisten, die diese Rolle im Wechsel übernehmen. Auch das ist einfach nicht typisch. Ich kenne keine andere Band, die das so macht. Diese verrückte Mischung, die wir machen, es passt einfach so in keine Schublade rein. So. Was manchmal natürlich auch schwierig ist, weil manchmal ist es ja auch gut für Veranstalter, für Labels, für alles Mögliche, wenn man sich einordnen lassen kann, aber es funktioniert halt nicht. Letztendlich sind wir halt absolute Exoten mit dem, was wir machen. Also für alle. Also für die Deutschen, weil die fragen sich, warum spielt ihr sowas? Für die Leute aus den Heimatländern unserer Musik irgendwie auch. Warum spielt ihr als Deutsche diese Musik? Oh.
erste Mal Rumänien, das war 2005, war für uns wahnsinnig spannend. Wir sind da hingefahren auf eine Einladung hin. Und zwar genau dieses Gruppe, so, okay, jetzt kommen wir hier als deutsche Band und spielen den Rumänen ihre Folklore vor in neuem Gewand, so ungefähr. Mal schauen, was das gibt. So. Und was es gab, war, wir spielen auf dem Stufstock Festival in Vama Veche, also Rumänien am Schwarzen Meer, ganz in der Nähe der bulgarischen Grenze. Super viele Leute, Stage direkt am Meer, es war ein Wahnsinnskonzert und ich weiß nur noch, dass danach irgendwie 3 Security-Leute um mich rumstanden am Zaun, um wirklich Massen von begeisterten Rumänen irgendwie, oder mich halt abzuschirmen, weil die so viele Fragen hatten, CDs kaufen wollten. Also ein Statement, was mir hängen geblieben ist, war einfach so, hey Leute, vielen Dank, weil ihr habt mit unserer Tradition eigentlich nichts am Hut, aber ihr hört diese Musik und ihr schafft's, die uns wieder zurück zu transportieren, mit Respekt.